Einen schönen guten Abend zusammen. Ich darf euch herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Webinar. Das Webinar wird ein wenig anders gestaltet werden und auch ein bisschen anders ablaufen, denn es hat den Titel Unsere größten Fehler und schlechtesten Trades. Das heißt, wir schauen uns jetzt hier genau an, beziehungsweise Alex und ich haben unsere Depots ein bisschen durchwühlt die letzten Jahre und haben mal alles rausgesucht, was wirklich schlecht war. Also wo wir schlecht aufgesetzt haben, wo wir mechanische Fehler gemacht haben, etc. Und das ist nochmal eine ganze Menge mehr, als wir heute Abend besprechen werden, aber es ist mal so ein kleines Best-of. Ganz wichtig, wir wollen dabei aber auch ja etwas lernen. Bevor wir jetzt reinspringen in die Themen, wie immer ganz wichtig, der Risikohinweis. Also ganz klar ist alles, was wir euch natürlich heute hier zeigen, dient nur den Ausbildungszwecken. Das heißt, ihr müsst eure eigenen Entscheidungen treffen und auch die Fehler, aus denen ihr hier lernen könnt, die müsst ihr selbst nochmal durchdenken und seid letztendlich natürlich immer voll selbstverantwortlich. Ich denke, das ist aber mittlerweile eigentlich gang und gäbe, dass euch das bewusst ist. Jetzt werden wir in diesem Webinar ja eine ganze Menge über Fehler und dumme Fehler, die auch schon gute vierstellige Beträge gekostet haben, sprechen. Trotzdem funktioniert es am Ende. Denn wenn man ein System hat, das einen statistischen Vorteil hat, das einfach auch ein bisschen smarter ist als eine 0815-Handelsstrategie, dann wird man langfristig gewinnen. Und dazu haben wir jetzt einmal hier, das sind jetzt die beiden Konten von Alex zusammen gemerged, also man kann das ja in der TWS machen, quasi das Investmentkonto und das aktive Optionskonto. Und ihr seht, also gerade auch gegenüber den Standardindizes konnte man eine ganz ordentliche Performance auch über längere Zeit erzielen. Und selbst wenn Fehler gemacht wurden, dann hat das jetzt nie das Konto in irgendeiner Form dramatisch gefährdet. Natürlich haben wir zwischendurch auch mal in so einem Konto, sag mal jetzt, der Phase wie hier, eine leichte Abwärtsphase oder auch hier. Ich meine, in der Zeit passiert halt relativ wenig, aber ihr seht, dass die Equity Curve insgesamt relativ schlank ist und das ist schon mal eine wichtige Message. Wir machen Fehler und ich möchte auch keinen Fehler schönreden und auch nicht gutheißen, aber wenn wir einfach so wenig Fehler wie möglich machen und einfach viele andere Sachen richtig, dann kommt am Ende trotzdem ein gutes Ergebnis raus. Wenn wir jetzt diese Fehler, aus denen wir heute sehr viel lernen werden, also wir haben sehr viel nochmal draus gelernt und ihr werdet auch nochmal eine Menge draus mitnehmen können, dann, wenn wir die noch wegbekommen, dann kann das Ergebnis natürlich noch besser ausfallen. Eine kurze Anmerkung noch, weil die Frage kommt. Also Fragen könnt ihr immer natürlich jederzeit stellen. Ich würde sie beantworten, wenn sie thematisch passen. Ansonsten am Ende und wir stellen euch natürlich die Aufzeichnung zur Verfügung. Jetzt machen wir noch eine Theoriefolie und dann steigen wir auch tatsächlich in die praktischen Beispiele ein. Es gibt vier Arten von Trades, die wir absetzen können. Und ihr seht ihr auf der linken Spalte. Das ist übrigens von Michael Vogt, also nicht von uns, aber sagen wir mal hier übernommen, weil es ganz gut passt. Das sind fachlich korrekte Plus-Trades und Minus-Trades. Also da ist eigentlich die Welt in Ordnung. Es gehört zu jedem Handelssystem, gehören Verluste dazu. Solange die Verluste mit einer ordentlichen Trefferquote etc. über lange Frist nicht die Plus-Trades überschreiten, dann haben wir am Ende des Jahres ein positives Ergebnis. Linke Seite soweit in Ordnung. Die rechte Seite hingegen sind fachlich nicht korrekte. Und da gibt es zwei Arten. Die eine Art ist, dass wir einen Fehler machen und am Ende damit gewinnen. Das ist eigentlich das Schlechteste, weil wir haben einen Fehler gemacht in unserem System. Wir gewinnen damit trotzdem noch Geld und werden natürlich dann ziemlich overconfident, also zu selbstbewusst. Wir gehen dann vielleicht das nächste Mal. Wir wissen vielleicht, okay, es entspricht nicht den Regeln, wir gehen trotzdem rein, wir erhöhen vielleicht die Positionsgröße etc. Also das ist eigentlich fast der Schlimmste. Natürlich, auf dem Konto tut mehr weh der Minus. Allerdings, wenn wir daraus dann auch wieder was lernen und uns verbessern, dann haben diese Verluste, und man sagt das ja schon so schön klassisch, es ist halt dann Lehrgeld. So blöd es klingt und so beschissen, sage ich direkt, es sich in der Situation anfühlt, am Ende wird es uns jedes Mal ein Stückchen besser machen, wenn wir uns den Fehler angucken, vielleicht auch das ein oder andere Prinzip danach setzen und dann diesen Fehler nicht mehr machen.
Wir werden euch sowohl Investmentfehler zeigen als auch Optionsfehler. Also es wird eine bunte Mischung sein. Ich denke, da ist wirklich, wie gesagt, für jeden was dabei. Der erste Fehler, der ist mir persönlich vor kurzem erst passiert. Und zwar haben Alex und ich, wenn wir uns Aktien kaufen, wir kaufen ja die meisten Aktien über Cash Secured Puts, aber wenn wir es uns mal direkt kaufen, haben wir eine Grundregel und zwar machen wir keine Aktienkäufe oder auch Cash Secured Puts vor Earnings. Das hat einfach den Hintergrund, wir wurden aus unserer Erfahrung raus damit mehr negativ als positiv überrascht. Gerade ist ja auch noch mal eine eher nicht so tolle Earnings Season, also das heißt, die Aktien reagieren tendenziell auch eher ein bisschen schwächer und deswegen haben wir uns eine Grundregel gesetzt, dass wenn wir Aktien direkt kaufen, wir sie nie, und zwar nie am Tag vor den Earnings oder am Tag der Earnings kaufen. Ja, wenn man aber nicht aufpasst und wenn man nicht seine Hausaufgaben macht und eine Seite wie Earnings Whispers mal kurz checkt, wo man nur das Aktienkürzel eingeben muss und dann sieht, okay, an dem Tag sind die Earnings, dann macht man es wie ich. Ich wollte mir schon ewig Google-Aktien kaufen, habe jetzt hier eine Aktie gekauft. Also auf Google muss ich zugeben, ist mir ein Cash Secured Put doch ein bisschen zu teuer, wenn ich hier 100 Stück gleich bekomme. Und das war meine erste Google-Aktie. Bam, am nächsten Tag, es kamen die Earnings, die Aktie notiert 6,5% niedriger. Das ist jetzt monetär nicht besonders schlimm. Ich meine, auf, sagen wir, knapp 1000 Euro sind es dann 60, 70 Euro weg. Aber es ist einfach eine klare Verletzung der Grundregel. Und die 70 Euro, damit hätte ich auch schön essen gehen können für den Tag. Also, ihr müsst diese Regel hier nicht beachten. Also, die haben wir uns gesetzt. Aber es zeigt, also als erstes Beispiel, und wir werden euch noch Beispiele zeigen, wo deutlich mehr Geld verloren gegangen ist. Seht ihr einfach, wenn man seine Prinzipien verletzt, dann wird man oft bestraft. Das nächste Beispiel ist auch ziemlich glorreich von mir gewesen. Der ein oder andere erfahrenere Händler wird sich vielleicht noch an den Sommer 2015 zurückerinnern. Im Sommer 2015 gab es diesen sogenannten Flash Crash. Durch automatisierte Handelssysteme, High-Frequency-Trader ausgelöst, kam es hier zu einem extrem ganz kurzfristigen Anstieg der Volatilität. Der Dow Jones hat da, ich weiß nicht mehr, wie viel Punkte gemacht, aber es war auf jeden Fall eine historisch ordentliche Bewegung. Und ihr seht jetzt hier zum Beispiel, der VIX ist nach oben geschossen. Ja, ich hatte ein paar Tage davor eine Position in den Markt gesetzt und die zeige ich euch mal jetzt. Und zwar einen Cash Secured Put auf Procter & Gamble. Also analysieren wir das Ganze mal. Hier unten seht ihr den Put, das ist ein 75er Put, der wurde am 19.08. aufgesetzt, also irgendwo hier. Erstmal soweit in Ordnung, oder ein bisschen weiter, früher sogar noch. Erstmal soweit in Ordnung. Die Aktie läuft nach unten. Ich hatte ja mir gesagt, okay, notfalls lasse ich sie mir andienen. Dann kam es zu diesem Flash Crash. Und ich gebe das ganz offen zu. Ich war unterwegs, habe das Ganze auf dem Handy gesehen, habe ziemlich hektische Positionen gesehen, war zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen überhebelt im Aktienmarkt. Das war auch ein weiterer Fehler, der dazu geführt hat. Und dann habe ich gesagt, komm, ich mache jetzt wenigstens diesen blöden Put auf Procter & Gamble zu. Und ich habe genau in dieser Bewegung habe ich das gemacht. Und wenn man ein bisschen Erfahrung hat, weiß man auch, solche extrem heftigen kurzfristigen Bewegungen, die werden sich nochmal legen. Also, dass es jetzt mit solchen heftigen Bola-Spikes 10 Tage am Stück nach unten geht, das war eigentlich eher ausgeschlossen. Und ich hatte ja eigentlich einen Cash Secured Put. Also ich hätte mir die Aktien einfach andienen lassen sollen. Also ich habe schon mal das Grundsystem missachtet. Und dann kommt noch der schlimmste Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe das Ding geschlossen und zwar habe ich die Option Market geschlossen. So, und was jetzt dann passiert ist, seht ihr ja hier. Aus einer Prämie von $162 wurde ein fetter Verlust von $800. Also es kamen, wie gesagt, mehrere Faktoren zusammen. Zum einen das System missachtet. Es ist ein Cash Secured Put. Ich würde mir die Aktien andienen lassen. Ich habe panisch reagiert. Und eigentlich das Schlimmste an der ganzen Sache, ich habe einen mechanischen Fehler hier noch gemacht und habe die Position Market geschlossen. Ist ärgerlich. Also gerade auch für das Geld hätte ich mir auch ein paar Procter & Gamble Aktien kaufen können. Ich weiß gar nicht auswendig, wo sie jetzt stehen. Hätte ich mehr davon gehabt. Okay,
Gehen wir auf die nächste Position. Wieder eine glorreiche Position von mir. Das ist allerdings mehr ein Investmentthema. Und zwar habe ich mal einen Cash-Secured Put auf CXW geschrieben. CXW, das ist ein REIT aus den USA, also so ein Immobilientrust, der nur Gefängnisse vermietet. Und egal bei welchem Business es ist, wenn du nur einen Kunden hast, dann ist es ein relativ gefährliches Business, weil du natürlich massiv davon abhängig bist, was denn dieser eine Kunde macht. Und wenn dieser eine Kunde darüber hinaus noch die amerikanische Regierung ist, dann wird es ganz fatal. Und es gab dann eben News, dass einzelne Politiker quasi das Gefängnissystem in den USA umkrempeln wollen. Die wollten es nicht mehr privat machen. Ich krieg's ehrlich gesagt gar nicht mehr ganz zusammen. Auf jeden Fall ist dieser eine Kunde ziemlich wackelig geworden. Ihr seht jetzt hier, ich habe die Position hier aufgesetzt. Hier kamen dann die News. Und die Aktie hat sich quasi halbiert innerhalb von einem Tag. Gut, es war ein Cash-Secured Put. In dem Fall habe ich es auch so gesehen. Also ich habe mir gesagt, okay, dann lasse ich mir halt notfalls die Aktie andienen, schreibe noch ein paar Covered Calls darauf und ja, dann war es halt einfach nicht so eine tolle Aktie. In dem Fall, also es war keine Plusposition am Ende, aber die Wahl von Donald Trump, der sehr, sehr positiven Einfluss auf diese Gefängnisaktie hatte, hat das Ganze noch ein bisschen gerettet und ich habe es dann aber glattgestellt. Also das war dann in dem Fall so, ja, hier war es sogar so, ich hätte am Ende Geld verdient oder ich hätte die Aktie nicht mehr angedient bekommen, wenn ich es noch ein bisschen ausgesessen hätte oder gerollt hätte. Aber der Fehler war an dieser Stelle, dass ich mich in einem Investment auf diese Situation verlassen habe. Es gibt nur einen einzigen Kunden und ich vertraue dem blind und es ist noch die amerikanische Regierung. Und ich meine, man weiß ja auch, gerade bei solchen politischen Themen, wenn alle 4 Jahre nur der Präsident wechselt, dann kann es hier eine andere Meinung geben. Ist jetzt kein dramatischer Fehler, aber es ist auch wieder ein Lessons learned gewesen. Achte bei deinen Investments auf eine Diversifikation der Kundenstruktur. Machen wir mal das nächste. Das nächste ist eine reine Optionsgeschichte gewesen und zwar auf die Apple-Aktie. Ihr seht jetzt hier, die Apple-Aktie ist super schön nach oben gelaufen und hier Mitte 2017, sie macht eigentlich quasi jede Woche ein neues All-Time-High. Und ich habe hier noch ein System gehandelt, das quasi immer mal wieder so eine Einkommensstrategie auf Aktien, die auch sehr stark laufen. Und ich habe jetzt hier einen Put geschrieben auf Apple, um eine schöne Prämie einzunehmen. Wie gesagt, ich habe hier also einen Short-Put, also einen nackten Put, auch keinen Cash-Secured-Put. Ich hätte die Aktien nicht genommen. Ich wollte nicht 10 Stück a 140 Dollar nehmen. Und ja, gucken wir mal, was passiert ist. An dem Tag habe ich die Aktie, den Put geschrieben. Der Strike war hier unten, waren 145er. 2 Tage später, und da waren keine Earnings, bumm, ist das Ding nach unten geballert. So. Ich hätte das Ganze vielleicht sogar noch ein Stück weit aussitzen können, denn ihr seht hier war etwa der Verfall, also es wäre am Ende auch wertlos verfallen, aber hier war schon das Grundproblem ganz woanders. Und zwar wo? Was ist denn mit der Volatilität los, wenn eine Aktie am Allzeithoch ist? Kann mir das jemand mal in den Chat schreiben? Ihr wisst ja, ich plaudere derweil ein bisschen weiter. Also, und wir gehen nochmal hier zurück. Die Aktie läuft und läuft und läuft nach oben. Und ihr wisst ja, für uns ist eines der wichtigsten Kriterien die Volatilität. Vola ist eigentlich das Wichtigste für den Optionsverkauf. Und es ist jetzt nicht, man kann das nicht pauschal sagen, dass es jetzt immer so ist, wenn die Aktie hier oben steht, was die Vola macht. Aber ich sehe schon alle Antworten hier im Chat. Die meisten sind auch richtig. Also die Vola ist an der Stelle hier oben extrem niedrig. Ihr könnt das mal für ein paar Aktien testen. Schaut euch das einfach mal im Trade Navi, Quatsch, in der TWS an. Ihr werdet einfach sehen, wenn die Aktie sehr stark gelaufen ist, dann wird die Vola hier eher am Boden als an der Decke sein. Und für uns ist ein Grundcredo hohe Vola, hohe Vola, hohe Vola. Was mache ich? Ich schreibe hier einen Put bei niedriger Vola. Und ihr seht schon, und das hat auch ein Kollege geschrieben, ich komme hier gar nicht so weit weg. Ja, der Preis war irgendwie 155. Ich hatte einen 145er Strike und ich bekomme dafür 72 Dollar Prämie. Das ist Bullshit. Also deswegen,
Hier war einfach der grundlegende Fehler. Ich habe die Wohler missachtet und ich habe in dem Fall auch ganz gut auf den Deckel bekommen. Die Option ist minus 500% ins Negative gelaufen. Also so wurden aus den 72 $ Ertrag 352 $. Das ist übrigens auch, also wir persönlich, selbst wenn das jetzt eine Cash-Secured-Put-Strategie wäre, würden das nicht hier bei Apple machen. Ich gehe nochmal zurück. Also in der Situation bei Apple hätte man das nicht machen dürfen. Zumindest, was wir sehen wollen, sind immer mal, wenn ordentliche Rücksetzer. Also zumindest mal sowas wie das hier. Ihr seht, da war ja quasi die Aktie hier in so einem Zwischenhoch, ist nochmal runtergeballert. Oder an der Stelle auch. Wir kriegen das Timing ja nicht hier perfekt hin. Aber was Quatsch ist aus unserer Sicht, ist, wenn die Aktie hier hoch und hoch und hoch läuft, egal ob das jetzt ein normaler Short Put ist oder einen Cash Secured Put, wir halten uns an diesen Stellen dann einfach aus dem Markt fern. Wenn die Aktie jetzt mal wieder hier nach unten kommt, sind wir gern dabei, schreiben auch Cash Secured Puts. Und der Hintergrund ist einfach, mit hoher Vola bekommt ihr hohe Prämie, ihr kommt weit weg. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr am Ende die Option wertlos verfällt, ist viel geringer. Also deswegen Wohler, Wohler, Wohler. Das Thema Wohler ist auch bei der nächsten Position interessant. Und zwar haben wir hier Gold. Ihr seht jetzt hier, in Gold haben wir ja zum Glück den GVZ. Das haben wir leider bei 8 anderen Märkten nicht so. Also wir haben noch in Öl, gibt es den OVX und im Euro gibt es den EVZ. Aber ansonsten haben wir für die Future-Märkte leider nicht diese Wohler-Indizes. Deswegen empfiehlt es sich für die wir haben, sich die regelmäßig anzugucken. Und ihr seht jetzt hier, okay, in Gold war die Wohler jetzt auf einem doch längeren Zeitraum betrachtet, also von Juni 15 bis Mai 17, war hier ziemlich niedrig. So, was mache ich? Schauen wir auf die nächste Folie. Ich schreibe einen nackten Call auf Gold. Und jetzt müssen wir uns das Ganze mal ein bisschen also genauer im Chart angucken. Also ihr habt in Erinnerung, das Wohler-Umfeld ist sehr, sehr gering. So, jetzt läuft der Preis hier runter, 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 runter. Und das ist jetzt egal, ob das jetzt der Punkt ist. Also es war tatsächlich, machen wir das nochmal weg, es war wirklich ganz genau der Punkt hier. Ich habe wirklich perfektes Tief getroffen, habe einen Short Call geschrieben und der Markt dreht. Das hätte jetzt natürlich auch hier passieren können und es wäre vielleicht auch noch gut gegangen oder nicht so glimpflich und am Ende wäre das Ganze auch wertlos verfallen. Aber ihr habt jetzt hier zwei Probleme. Und zwar, zum einen haben wir den Preis, der voll gegen uns läuft und zum anderen haben wir dann auch die Vola. Denn wenn die Vola so niedrig ist, dann reicht schon ein minimaler Anstieg, um die Vola zu erhöhen. Damit steigt auch der Optionspreis und damit kommt der Verlust nochmal schneller gegen uns. Und das andere ist, dass wir jetzt hier schon so einen ausgelutschten Zwischentrend haben, in dem wir uns fernhalten. Also wir versuchen ja immer, und wer das ein bisschen verfolgt, also was wir mit den Rohstoffoptionen machen, wir versuchen es zumindest, dass wenn wir jetzt zum Beispiel, Markt läuft hier runter, dann suchen wir irgendwo in dieser Abwärtsbewegung Puts. Wenn er nach oben läuft, suchen wir in dieser Aufwärtsbewegung Calls. Nach unten Puts. Oben Calls und so weiter und so fort. Und das hat auch nichts mit, wir greifen in das fallende Messer zu tun, weil wir uns zum Beispiel nach den Cod Commercial Netto-Positionierungen richten und vor allem nach der Volatilität und noch so ein paar Preisindikatoren haben, nach denen wir dann einsteigen. Aber wir stellen uns lieber gegen den Trend, also wir handeln Countertrend mit den Optionen, haben da immer einen Vorteil, weil die Vola in dem Fall höher für uns ist und also wir hatten jetzt dieses Jahr schon ein paar Positionen durchgebracht. Wir hatten, also seitdem wir das wirklich so konsequent machen und auch uns wirklich komplett fernhalten von diesen ausgelutschten Dingern hier, dann ist die Trefferquote einfach nochmal ein ganzes Stückchen höher. Und hier ist einfach bei dieser Situation die Gefahr, der Preis läuft nach unten, nach unten. Irgendwann wird er ja mal wieder drehen. Gerade die Rohstoffmärkte sind Range-Märkte, das heißt, die laufen hoch, runter, hoch, runter.
Ja, und ihr müsst jetzt, man muss nicht unbedingt, wenn ich jetzt, der Markt läuft hier nach oben, man muss jetzt hier nicht den perfekten Punkt treffen, um den Call zu schreiben. Aber was, also das fühlt sich auch ehrlich gesagt nicht so schön an, was aber vom Ergebnis schlechter sein wird, ist, der Markt läuft nach unten und ihr kommt dann mit so einem 0815 Call. Vola ist schön niedrig, der Markt dreht nach oben, bam, dann bekommt ihr auf den Deckel. Also für uns, wie gesagt, das Lessons learned war, klar, die Vola, das ist Kriterium Nummer A und dass wir unsere Preiseinstiege hier optimieren müssen. Okay, bevor wir mit dem nächsten Beispiel weitermachen, würde ich euch noch gerne, und dazu öffne ich mal Paint in einem anderen Bildschirm, würde ich noch gerne eine Frage beantworten. Und zwar folgende, ich lese euch vor. Delta 16 ist doch Delta 16. Die Vola war doch das Problem. Jetzt, ich zeige euch das nochmal auf. Und zwar von dem Vola-Chart. Also was heißt Vola-Chart? Von einer klassischen Standardabweichung. Das soll jetzt mal hier eine Normalverteilung sein. Und bei den Optionspreisen ist es ja so, wir haben jetzt hier unseren Strike in der Mitte. 100. Und der hätte ja ein Delta 50. Das heißt, was heißt das jetzt? Wenn wir hier eine Option verkaufen zum Beispiel, dann hat sie eine 50-50 Chance und der Preis ist aktuell bei 100. Also Aktie steht bei 100, wir verkaufen eine Option mit Strike 100, dann ist das Delta 50. Das heißt, wir haben eine 50-50 Chance, dass die Option am Ende der Laufzeit wertlos verfällt. Jetzt können wir uns ja die erste Standardabweichung einmalen. Die ist ja irgendwie so. Erste Standardabweichung. Die Mathematiker unter uns wissen, dass man das mit Sigma schreibt. Das sind ja 68%. 68%. Das heißt, das Delta hier, oder das, die Wahrscheinlichkeit, wenn ich jetzt hier einen Short Put schreibe, also die Aktie steht bei 100 und angenommen, dieser Punkt hier, sagen wir mal, der liegt bei 80, dann habe ich noch eine Wahrscheinlichkeit, dass am Ende der Laufzeit die Option wertlos verfällt von, beziehungsweise dass sie ins Geld läuft, von 16%. Warum 16%? Wir haben hier 100%. 100% Wahrscheinlichkeit ist hier alles. Minus die 68%. Ich kann das nicht so schön malen. Das ist ja der Bereich hier in der Mitte. Ich schreibe hier nur nochmal doppelt. Sind 32%. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis am Ende der Laufzeit entweder, jetzt brauche ich doch mal hier eine Farbe, in dem Bereich liegt oder in dem Bereich liegt, sind 32%. Und dass er nur in dem, wir können ja den Strike nur hier unten schreiben. Das heißt, wir müssen das Ganze nochmal durch 2 teilen. Ups, geteilt durch 2. Und das sind dann 16%. So, daher kommt ja das Delta 16. Das war jetzt eine lange Erklärung. Das haben wir auch bei dem Grundlagenseminar relativ ausführlich behandelt. Es ist schon auch wichtig, dass man sowas mal weiß, wie das mit der Volatilität funktioniert. Und jetzt male ich euch das nochmal auf. Was jetzt mit Delta 16 ist gleich Delta 16 ist. So, angenommen, das ist Vola Umfeld niedrig. Was passiert jetzt, wenn das Vola Umfeld hoch ist? Machen wir nochmal auf. Die Aktie steht hier bei 100 und wir haben jetzt hier erste Standardabweichung 80 und hier dann entsprechend 120. Also es sind jetzt willkürliche Werte. Und das ist eine Standardabweichung. Was ist, wenn das Vola-Umfeld jetzt sehr hoch ist? Dann geht diese Kurve auf. Und zwar sieht die dann irgendwie so aus. Bitte verzeiht meine schlechten Malkenntnisse, das ist mit der Maus ein bisschen tricky. Aber jetzt ist diese erste Standardabweichung, ist jetzt zum Beispiel, das hat ein Kollege gerade schon richtig geschrieben, ist dann dieser Bereich hier. Und das heißt, unser Strike, der hier ist ein Delta, also an der Stelle, wo die 80 sind, ist ein Delta 16 und hier ist aber auch ein Delta 16. Aber die Gauss-Kurve oder diese Kurve wurde breiter und deswegen kommen wir mit dem gleichen Delta
weiter weg mit den Strikes. Und das heißt aber auch, also wir kommen hier dann zum Beispiel auf 70. Das heißt, wir können jetzt hier mit dem Delta 16 in dem Wohler-Umfeld rot bei 70 unsere Position schreiben und im Wohler-Umfeld niedrig können wir bei 80 schreiben. Was passiert jetzt aber, wenn hohe Wohler passiert ist? In der Regel kommt dann wieder niedrige Wohler. Sprich, das Delta wird sehr schnell sehr klein und wir gewinnen dann schnell das Geld. Oder wir verdienen dann schneller unsere Prämie und die Order wird zurückgekauft. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu komplex. Das war jetzt auch ehrlich gesagt ein spontaner Ausflug, weil die Frage gepasst hat. Aber wen das wie gesagt mehr interessiert, wir haben das relativ ausführlich vor kurzem in Frankfurt behandelt. Und wenn es ganz viele Wünsche danach gibt, können wir vielleicht auch mal ein kleines Webinar darüber machen. Ich lese mal kurz noch die Fragen. Genau. Genau, Mirko, ich nenne dich jetzt einfach beim Namen, genau richtig erkannt. Die Mola war das Problem. Einen anderen Kommentar möchte ich noch kurz vorlesen, weil ich den witzig finde. Danke, dass solche tollen Einstiege auch andere zwischendurch mal erwischen. Ja, also wie gesagt, das wird heute keine Heldenveranstaltung hier, was wir euch zeigen, aber wir wollen ja was draus lernen. Und man darf es dann auch nicht so ernst nehmen. Also klar, muss man Verluste ernst nehmen, aber ihr seht ja, am Ende vom Tag hat es ja trotzdem zum guten Ergebnis geführt. Ihr erinnert euch an die Situation in Gold. Wohler war niedrig und wir hatten das Timing perfekt erwischt. Jetzt schauen wir mal, jetzt haben wir auch die umgekehrte Situation hinbekommen. Und zwar, also Wohler ist immer noch niedrig, ist wieder der Goldpreis. Der Markt läuft hier runter, er läuft hier nach oben und hier oben direkt beim Allzeithoch oder beim vorherigen Hoch dachten wir uns, jetzt wäre es doch eigentlich an der Zeit, einen Short Put zu schreiben, der bei sehr niedriger Wohler aufgesetzt ist. Ihr seht zwar, wir sind hier ziemlich weit weggekommen, aber wir haben wieder perfekt den Hochpunkt erwischt und der Markt dreht danach nach unten und unsere Option ist unter Bedrängnis gekommen. Und bevor sie uns ins Geld läuft, schließen wir sie natürlich. Also in dem Fall haben wir auch nicht gerollt, es war einfach eine schlechte Position. Wie gesagt, wieder zwei Fehler, Wohler zu niedrig und die Preis-Action hat hier einfach nicht gepasst. Also wenn man das Ganze wenigstens, wenn man eine Bestätigung sehen will, dass das Ganze dreht, dann muss man sich halt eine schnelle Bestätigung suchen. Was meine ich damit? Also ich könnte mir jetzt ja zum Beispiel irgendwie auch, also wir machen das ein bisschen anders, aber man könnte sich ja auch hier einen gleitenden Durchschnitt einmalen, einen relativ kurz laufenden und wenn dann der Preis drunter liegt oder irgendwie die Steigung anders ist, dann geht man dann rein, aber nicht, nachdem die Steigung hier quasi schon senkrecht durch die Decke geht. Deswegen auch hier wieder das Lessons Learned, Wohler und Preis-Action optimieren. Jetzt gehen wir mal auf den nächsten Markt und zwar auf Öl. Ich hatte euch ja vorhin gesagt, wir haben in Öl auch einen Wohler-Index und wie gesagt, wer den Blog ein bisschen verfolgt, weiß, dass Wohler für uns das Credo Nummer 1 ist und auch hier Anfang letzten Jahres hatten wir eine relativ niedrige Wohler. Das ist jetzt nicht ganz so dramatisch wie in Gold, aber ihr seht schon, sie war schon sehr niedrig. Klar, in 2016 war es ja auch relativ hoch, aber absolut gesehen ist es ein sehr niedriges Niveau. Also wir gehen eigentlich, also deswegen macht es sehr viel Sinn, dass ihr euch das auf solchen Charts anguckt oder auf E-Volatility und dass ihr auch ein Gefühl bekommt, wie hoch ist denn jetzt tatsächlich die Vola, auch über einen längeren Zeitraum und euch nicht vielleicht einfach nur auf eine Zahl in der Vola-Tabelle verlasst. Was ist passiert? Vola war niedrig. Ihr könnt es euch ja schon wahrscheinlich denken. Der Preis ist erneut ein ganzes Stückchen, also der ist gut hochgestiegen, dann hat er sich irgendwann hier gedreht und wir haben natürlich nicht geguckt, dass wir hier oben, wo er schon gemütlich gedreht ist, versuchen, einen Short Call zu schreiben, sondern wir haben es wieder perfekt am Tiefpunkt geschafft. Das heißt, wir sind hier unten rein, an dem Tag, quasi der Tiefpunkt, haben einen Call geschrieben, Preis dreht wieder nach oben, tja. Es ging noch, es waren nur 120% minus, aber es war trotzdem sehr ärgerlich und ja, ich meine, die $500 hätten wir uns auch anderweitig investieren können. Hier eine ähnliche Situation, da war auch die Volatilität sehr niedrig. Ich glaube, bei dem Beispiel, wie gesagt, wir haben uns viele Sachen angeguckt. Ich glaube, bei dem Beispiel waren auch noch die COT-Daten sehr schlecht. Das ist ja auch eine unserer, wenn man eine Wir haben ein großes Bild, ein fundamentales Bild und daraus dann gucken wir quasi, wie ist die Vola, wie ist die Preis-Action, dann gehen wir rein. Also
Im Prinzip ist es ganz einfach. Im Detail ist es natürlich deutlich trickier, aber ein Handelssystem sollte ja möglichst auf den Bierdeckel passen. So, und hier haben auch die COT-Daten nicht gepasst. Der Preis läuft nach unten. Preis-Action war wieder katastrophal. Wohler war schlecht. Was machen wir? In dem Fall war es Alex. Schreibt hier einen schönen Short Call und kriegt gleich mal auf den Deckel. 270 Dollar hat er Prämie dafür bekommen. Für 1000 muss das zurückzahlen. Und ja, dann die Quittung seht ihr ja hier unten. Ja, hier ist noch ein Kommentar, den ich sehr spannend finde. Zum Thema Volatilität. Ich würde den kurz vorlesen, bevor wir das nächste Beispiel machen. Das passt nämlich sehr gut, weil wir hatten die letzten Tage noch ein bisschen was zu tun. Am Wochenende findet eine kleine Veranstaltung zusammen mit Nils Gajowi statt. Crash als Chance heißt es. Und da haben wir viel nochmal an den Unterlagen und verfeinert etc. Und eine Möglichkeit, wie man niedrige Vola nämlich nutzen kann, ist für Hedges. Also tatsächlich macht es Sinn und das machen wir auch gerne, dass man sagt, gerade so im Aktienmarkt mit beispielsweise einem Long Put auf dem S&P 500 oder Long Call auf dem VXX, dass man sich damit im Umfeld niedriger Vola eine kleine Versicherung kauft gegen Kurseinbrüche. Wenn ihr euch an die Equity Curve vom Anfang zurückerinnert, ist das auch ein Grund, warum die so glatt ist, weil quasi in den Abwärtsphasen vom Aktienmarkt, gerade so auch letztes Jahr im Februar oder letztes Jahr im Herbst, mit diesen Hedges immer sehr viel Geld verdient wurde, sodass das Konto zumindest nicht stark nach unten gegangen ist. Mit dem Geld kannst du dann wieder neue Aktien kaufen und danach kriegst du auch relativ schnell ein neues Hoch hin. Es ist nicht ganz so einfach, wie ich das jetzt hier erzähle. Das ist natürlich auch man muss da viele Sachen beachten und damit man da eben auch nicht Geld verbrennt mit solchen Hedges. Aber der Hinweis, Dankeschön dafür, ist sehr gut. Niedrige Vola ist grundsätzlich ganz interessant für Hedges. Aber nicht blind jetzt dann reingehen. So, das nächste Beispiel. Es war wieder preistechnisch eine Meisterleistung, muss man sagen. Also ihr seht, der Preis läuft hier oben schön seitwärts. Da hätte man gutes Geld verdienen, zum Beispiel auch mit dem Strangle, läuft dann nach unten. Aber anstatt dass wir dann, ich sag mal, selbst wenn wir an dem Tag hier versucht hätten, einen Short Put zu schreiben, wäre es besser gewesen, als wenn wir es an dem Tag gemacht hätten. Weil, ihr müsst euch auch immer vorstellen, an so einem Tag hier steigt die Volatilität auf der Put-Seite in der Regel auch nochmal an. Das heißt, ihr kommt da auch nochmal ein Stück weiter weg. Wir hingegen sind eingestiegen, hier oben, Preis läuft schön gemütlich nach oben. Und wenn natürlich hier alles nach oben läuft, was passiert mit der Vola? Die Luft geht komplett raus. Und deswegen, es war wieder eine super Position. Und waren auch, ich gucke gerade mal hier, ja, waren doch auch ein paar Prozent, die man da bezahlt hat. Also, ich denke, jeder kann auch für 1200 Dollar was Schöneres machen. Okay, nächstes Thema war eine Grundsatzregel, die wir auch für Rohstoffoptionen haben. Das hängt ein bisschen mit den Forward Curves zusammen. Also wer sich damit mal auseinandergesetzt hat, im VIX schauen wir das ja auch zum Beispiel viel an. Und für die Rohstoffoptionen haben wir auch eine Grundregel. Und hier hat diese Grundregel einfach überhaupt nicht gepasst. Also das war, man wusste es wieder besser. Die Vola war ehrlich gesagt auch nicht so toll. Man ist hier rein, immerhin von der Preis-Action schon mal ganz gut. Ah, ich muss noch dazu sagen, es war ein Call, das fehlt hier. Hier war der Call, aber wenn man sich dann mal diese Forward Curve oder Terminkurve genauer betrachtet, weiß man, warum wir das hätte nicht machen dürfen. Und was passiert kurz darauf? Wie gesagt, Vola war auch nicht so toll. Markt läuft nach oben, macht hier ein Limit Up. Limit Up ist schon eine heftige Preisbewegung und dann wird der Future ja nicht mehr gehandelt. Also der wird dann nach so einem Limit Up vom Handel ausgesetzt an dem Tag, aber die Optionen werden weiter gehandelt. Das heißt, die Option ist richtig schön fett ins Minus geraten. Ja, am nächsten Tag geschlossen und ihr seht hier, aus 700 oder 800 Dollar Prämie wurden minus 4000 Dollar. Man muss dazu sagen, wir haben das in dem Fall adjustieren können und wir haben diesen Verlust sogar wieder rausholen können und haben, glaube ich, noch 1000 Dollar damit verdient. Aber das war keine schöne Sache. Und deswegen ist einfach hier die Grundregel, wir haben die Terminkurve missachtet und deswegen hätten wir hier gar nicht mit Calls agieren dürfen. Oder, und da komme ich auch dann, glaube ich, später nochmal kurz drauf, was wir auch hätten, wie wir es zumindest hätten anders machen dürfen können, wir haben das hier nackt gemacht.
Und wir haben auch ein Grundcredo. Auf der Oberseite werden nur Bergholzbreads gehandelt. Man muss fairerweise dazu sagen, die Regel hatten wir so hart noch nicht eingeführt zu dem Zeitpunkt, also im Mai 2018. Aber seit wir gesehen haben, dass auch oder angeblich professionell gemanagte Fonds wie Option Sellers pleite gegangen sind an diesem Erdgasanstieg, den haben wir, ja, ich sage jetzt einfach mal zum Glück, profitabel nutzen können, aber das spielt jetzt hier nicht die Rolle. Aber um solche extremen Preisevents zu vermeiden oder dass die nicht zur Vollkatastrophe führen, haben wir die Grundregel eingeführt, wir handeln hier keine Short Calls mehr. Es werden nur noch Bear Call Spreads gehandelt. Deswegen, also das sind hier zwei Lessons learned. Das eine ist die Terminkurve. Und ich sehe auch hier im Chat, ja genau, also die Antworten sind schon richtig, obwohl ich gar nicht gefragt hatte. In Baumwolle war eine höhere Nachfrage als das Angebot vorhanden ist. Und das seht ihr ja auch, wenn ihr zum Beispiel jetzt in der VIX-Terminkurve euch das anguckt. Wenn die Märkte deutlich nach unten krachen, was macht dann die Terminkurve? Was wird gefragt? Es werden Volatilitätsprodukte zur Absicherung gefragt. Und die kurzfristige Volatilität steigt deutlich stärker an als die langfristige. Sprich, die Kurve sieht nicht mehr so aus, man nennt es Contango, sondern der VIX geht dann hier über eine Backwardation. Genau. Gruß aber an den Kollegen. Wir sehen uns ja bald. So, eine nächste Geschichte. Das war wieder ein Alex-Trade. Wir ziehen uns damit ein bisschen gegenseitig auf, deswegen wird er mir das nicht übel sehen. Man muss ja auch ein bisschen Spaß dabei haben. Aber auch hier war es wieder eine super Preistiming-Geschichte. Deswegen, also solche Short-Put-Geschichten, egal ob es jetzt ein Cash-Secured-Put ist oder so ein Einkommensding, der hat einfach aus unserer Sicht hier oben, nachdem der Preis so gelaufen ist, nichts zu suchen. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir möchten trendfolgend oder wir denken, es gibt hier ein Momentum, dann würde ich lieber die Aktie direkt handeln. Also dann gehe ich sie einfach direkt long und nehme das Momentum mit, aber mit einer Option, wo dann auch eben das Problem hat, dass durch so einen Aufwärtstrend die Vola in der Regel rausgeht. Das macht mir keinen Spaß. Wie gesagt, das sind eben so ein bisschen unsere Grundregeln. Alex hat sie hier eben auch gut gemacht. Er hat hier direkt am Hoch den Put geschrieben. Bam, läuft nach unten und aus 320 Dollar wurde ein Verlust von 1200 Dollar. Wie gesagt, wir machen das Ganze ja, damit wir daraus lernen. Und ich glaube, so eine Position, also wirklich, wo die Aktien, ich male es euch nochmal auf, wie es jetzt eigentlich besser wäre. Das ist natürlich keine Garantie, dass es dann funktioniert, aber gerade so bei Cash Secured Puts, hier oben ein CSP machen wir absolut nicht. Wenn uns die Aktie gefällt, dann möchten wir sehen, am besten mal so einen minus 8% Tag, den gab es mal in Coca-Cola zum Beispiel dieses Jahr. Der ein oder andere hat ihn vielleicht mitgemacht. Ich weiß, die Kollegen die auch Nils Gajowi ein bisschen folgen, die haben damit gutes Geld verdient. Das sind die Setups, die wir suchen. Wie gesagt, das Risiko liegt ja in der Aktie. Und wer jetzt sagt, ich möchte hier oben bei Tesla für 355 die Aktien kaufen, das ist dann okay, wenn es die bewusste Entscheidung ist, aber als Optionsansatz möchten wir es lieber, wenn es ein bisschen gescheppert hat. So, jetzt kommen die richtig geilen Positionen. Ich muss nur kurz lachen. Ich hatte hier einen Kommentar gelesen. Den lese ich jetzt aber nicht vor. Und zwar, und ich parallel mache ich mal Finviz auf, weil ein Kollege weist mich auf etwas hin noch. Das können wir gleich besprechen. Und zwar verklickt. Also, was immer mal gern passiert, und ihr seht das auch zum Beispiel hier. So, wir wollten einen Cash Secured Put schreiben. Was machen wir? Ihr kennt das schon hier. Eine kleine 20, eine plus 20. Das heißt, wir haben erstmal die Option gekauft. Immerhin, das Gute an der Position war,
Fehler erkannt und direkt danach wieder geschlossen. Aber also in nicht mal 3 Minuten auch mal $260 aus dem Fenster geworfen. Wie man das vermeiden kann, also vermeiden wird man es wahrscheinlich nie können, uns passiert es auch noch sicherlich einmal im Monat, aber wie man das zumindest erheblich reduzieren kann, zeige ich euch gleich. Oder hier, auch von meinem Kollegen Herrn Eichhorn, schön aufgesetzt, wir haben hier ein Bergkohl-Spread gemacht, ein Bergkohl-Spread auf Magerschwein. Und zwar wollten wir einen 1,20er auf 1,28er machen. Ja, allerdings, was ist passiert? Ihr seht es hier, den 1,20er Call, also den hier, und es ist ein Bear-Call-Spread, das heißt, den sind wir short und den sind wir long. Hier ist es natürlich genau umgekehrt passiert. Den 1,20er long gegangen und den 1,28er short. So, Position direkt wieder geschlossen. Ihr seht mal, wie schnell das dann auch geht, innerhalb von 20 Sekunden. Und ja, auch wieder 110 $ aus dem Fenster geworfen. Und was hier wirklich eine Grundregel ist, die wir uns gesetzt haben, egal was wir einklicken, egal wie viele Positionen wir machen, also wenn man gerade zum Beispiel mal so kleine Dinger macht, wie Wix-Putz zum Beispiel schreibt, da braucht man dann schon auch mal 10, 20 Optionen, um halbwegs damit Geld zu verdienen. Aber für uns ist eine Grundregel immer, wir klicken immer nur einen Kontrakt rein, egal wie groß das Depot ist. Und egal wie das ist, wir klicken die Position mit der Positionsgröße 1 hinein, legen das Limit in den Markt, klicken dann auf OK. Und was wir hassen ist, wenn es dann gleich Bing macht, weil dann wurden wir gefillt. Und wenn wir direkt gefillt worden sind, dann war es nicht gut aufgesetzt. Aber wenn wir das mit einer Position machen, dann ist das alles noch halbwegs verträglich. Also dann passiert so ein Fehler und ihr seht es ja jetzt hier, wenn wir zum Beispiel das Beispiel hier oben nehmen auf Novartis, es hat jetzt $260 gekostet, aber wir haben halt auch 20 Optionen gehandelt. Teils durch 20, so, dann hätte es uns $13 gekostet oder Euro. Ja, und da seht ihr schon, okay, das ist dann ärgerlich, aber das ist nicht so schlimm, wie wenn man das jetzt gleich mit 10 Positionen macht. Oder ich habe auch mal in einem Konto, ich glaube, das war in der Urlaubsvertretung für Alex, habe ich ihm 10 oder 20 VXX Calls gekauft, aber leider zum Verkaufspreis. Zack, $500 aus dem Fenster geworfen. Und auch das gleiche hier unten in HE, diese Bear Call Spreads, man hätte hier einfach auch nur mal einen aufsetzen können zunächst. Dann hätte man gesehen, okay, hört direkt gefüllt, irgendwas passt nicht, kontrollieren. Und dann wären statt $110, wären es nur $22 gewesen. Und hier fragt ein Kollege, was mit dem Ton ist. Ist das soweit noch in Ordnung? Bitte kurz. Ja, okay, ist alles in Ordnung. Okay, gut, danke. Und ein Kollege sagt jetzt hier noch, sieht man doch in der Order-Vorschau an der Margin. Das ist auch richtig, aber ihr kennt das vielleicht, wenn man gerade, man hängt noch am Telefon halb, man macht noch 10 Dinge nebenbei, dann kontrolliert man das vielleicht auch nicht mehr ganz so gewissenhaft. Und wir machen das eigentlich und wir setzen ja wirklich viele Positionen um, aber ab und zu passieren solche dummen Fehler. Und ich zeige euch mal, wann das passiert ist. Hier, das war vor ein paar Tagen ist das passiert. Ja, also deswegen, man sieht das in der Order-Vorschau, gar keine Frage, man sieht es auch an der Margin, je nachdem wie hoch die ist. Aber ich kann euch Brief und Siegel geben oder vielleicht stellen wir uns auch einfach nur zu doof an. Also das würde ich jetzt gar nicht ausschließen wollen. Aber ich gebe euch Brief und Siegel, wenn ihr mal eine gewisse Anzahl an Positionen im Jahr handelt, dann werden euch solche Fehler passieren. Aber die Auswirkungen sind halt geringer, wenn ihr euch einfach als Grundsatzregel angewöhnt, macht immer erst eine, setzt die Position in den Markt und geht dann langsam Schritt für Schritt mit dem Limit nach oben. Also ja, ich kann es nur empfehlen, es ist für uns eine Grundregel. Hier wurde sie leider auch nochmal wieder missachtet. Das passiert einfach ab und zu mal. Am Ende war ja das Resultat am Ende doch sehr profitabel. So, und jetzt möchte ich noch eine kurze Info geben, weil auch ein paar Fragen im Chat kamen, wie man denn auch den richtigen Preiseinstieg bekommt. Also gerade hier jetzt,
Ich sag mal hier diese ganzen Geschichten wie in Öl etc. Und das passt jetzt vom Timing her ganz gut, denn ich darf euch noch eine, zum Abschluss noch eine Info geben für denjenigen, der das interessiert. Gerade zum Thema Rohstoffoptionen machen wir sehr viel. Wir verdienen, ich glaube, einen Großteil des Profites wird mit den Rohstoffoptionen gemacht. Das ist ein super Instrument auch für ein Investitionsdepot, weil ich sag mal, selbst wenn man die Gewinne aus den Future-Optionen nur nimmt, um sich Hedges zum Beispiel zu finanzieren oder neue Aktienkäufe, dann kriegt man schon relativ gut eine Outperformance hin. Und wir haben da in 3 Tagen, das wird ein richtig cooles Event auch, wird quasi alles von der fundamentalen Analyse, Wohler-Analyse, Preiseinstiege, zig Beispiele, also die auch wirklich im Detail durchgenommen werden von der Analyse bis zur Umsetzung. Was kam dabei raus? Es wird ein, wie gesagt, 3-tägiges Event. Ich glaube, die Unterlagenanzahl hat jetzt schon wieder die 300 Seiten gesprengt, nachdem ich heute noch ein bisschen dran gebastelt habe. Und das findet im Juni statt und im Oktober. Und wer sich dafür interessiert, der kann sich das auf jeden Fall mal auf der Homepage angucken. Da gibt es auch einen Ablaufplan. Kann uns mal auch noch eine E-Mail schreiben, wenn er Fragen hat. Es gibt auch ein, auf dem, der Seminarbeschreibung ist ein Infoseminar-Webinar verlinkt, wo es nochmal die Inhalte ausführlich vorgestellt werden. Und Alex hat mir vorhin gesagt, wir sind nämlich nochmal den aktuellen Stand und die Organisation durchgegangen, sind jetzt noch 2 Plätze frei dafür. Also wie gesagt, wer Interesse hat, darf sich einfach, darf uns gerne E-Mail schreiben, wer noch Fragen hat. Und das wird auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. So, bevor ich noch, wenn ihr noch Fragen habt und wir uns dann auch gleich nochmal die Grains angucken, was dazu passt, möchte ich euch noch eine Abschlussfolie zeigen, die eigentlich das alles nochmal zusammenfasst. Also, Punkt 1, um Fehler zu vermeiden, an die Strategie halten, nicht irgendwelche Ausnahmen machen etc. Und das sind jetzt allerdings die Strategiepunkte für uns. Wir machen das nur in hoher Volatilität und wir gehen nicht in ausgelutschte Trends rein. Wir schauen, dass das fundamentale Bild passt, also ja, das ist gesehen bei Baumwolle und auch mit den COT-Daten. Und dann sind diese Positionen in der Regel sehr profitabel. Ganz wichtig ist, egal was, und deswegen habt ihr auch gesehen, ganz am Anfang, das Konto läuft ja so, und dann geht es mal so ein bisschen runter und dann wieder hoch. Dass es hier nicht so runter geht, das liegt daran, dass selbst bei diesen dummen Fehlern die Positionsgröße beachtet wurde. Deswegen haltet die klein, dann wird auf Dauer, werdet ihr mit dem Optionshandel Geld verdienen. Wenn ihr dann noch die Wohler beachtet, holt ihr euch noch mehr Wahrscheinlichkeiten auf eure Seite, dass das Ganze passt. Wichtig auch der Handel von Spreads, und da bekomme ich gerade noch einen Hinweis. Hohe Vola und Natural Gas. Ja, Natural Gas war eine krasse Sondersituation, die man gar nicht hätte, also man hätte hier nicht mit Calls agieren dürfen. Das Thema, das steht auch auf dieser Folie, ich will da jetzt nicht zu viel verraten. Aber wenn man das mit einem Spread gemacht hätte, ja, dann hätte es vielleicht 5% vom Konto gekostet. Vielleicht auch 10. Aber es hätte nicht wie Option Sellers das Konto pleite gemacht und noch eine Nachschusspflicht mit sich gebracht. Und deswegen, wir handeln da nur Spreads und natürlich ist so ein Spread auch mehr oder weniger nicht Vola neutral, aber der Vola-Effekt, also wenn sie dann noch weiter ansteigt, ist zumindest schon mal nicht ganz so krass. Genau. Und zum Thema Verklicken. Das passiert uns, wie gesagt, leider immer noch. Immer erst eine Option reinklicken. Dann kostet es mal $50 vielleicht, aber es kostet euch nicht, wenn ihr jetzt 20 Optionen reinklickt und jeder Fehler kostet $50, dann kostet es euch nicht eine größere Summe. Und ein Kollege schreibt noch gerade was Schönes, oder man meint es aussitzen zu können, das ist mein größter Fehler. Ja, deswegen, also in eurer Strategie muss natürlich auch irgendwie, also, ich sag mal so, es gibt Händler, die können, glaube ich, ohne Stop gut handeln, aber das ist wirklich die absolute Ausnahme. Das sind wirklich, die Jungs haben es dann auch unfassbar drauf. Aber die würden auch mit Stop gutes Geld verdienen. Deswegen, also das Risiko muss man schon limitieren in dem Fall. Okay, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt die mir gerne mal in den Chat. Ich mache mal hier parallel Finviz auf.
Und diesen ganzen Kram hier weg. Augenblick. So. Jetzt seht ihr Finvis, weil ein Kollege hat noch geschrieben, heute explodieren die Grains. Also das ist auch so ein bisschen unser Standard-Sheet, dass wir uns eigentlich permanent auf einem Monitor angucken, was so passiert. Also weil einfach hier so schön die Rohstoffe übersichtlich dargestellt sind. Und wenn wir jetzt mal gucken, Sojabohnen. Das geht gut nach oben. Ich gebe mal noch einen Tipp. Hier in Sojabohnen ist ja der Markt jetzt auch nach unten, nach unten, nach unten gelaufen. Da empfiehlt sich's mal, sich die Volatilität anzugucken. Und wer hier ein bisschen die Commercial-Daten anguckt, der weiß auch, dass hier unten, also ich sag mal sogar, ich glaube, wir haben das Timing wirklich nicht gut erwischt. Wir haben hier an den Punkt, glaube ich, haben wir 47er Puts gemacht. Die waren zwischendurch auch mal ein bisschen hinten, so 150% oder so, aber jetzt gehen sie sich ganz gut aus. Und aufgrund der Wohlerlage, der Commercial-Lage und wir sind hier wirklich weit weggekommen, ja, war das eine gute Geschichte und man konnte sich das geschickt auch nochmal reinskalieren. Okay, habt ihr noch, jetzt ist noch eine Frage, die werde ich glaube ich nicht direkt beantworten können. Gibt es ein Limit ab bei ZC? Ich glaube nicht. Also das ist kein Limit ab. Okay, dann möchte ich euch, wenn jetzt keine Fragen kommen, vielen Dank für die rege Teilnahme, für das große Teilnehmerfeld und auch für die vielen Fragen. Ich hoffe, ihr habt auch das ein oder andere aus den Fehlern lernen können. Einer schreibt, bedankt sich, dass wir damit offen umgehen und wenn ihr noch Fehler braucht, hat er auch noch einige. Ja, das ist also, wie gesagt, wir nehmen das ehrlich gesagt mit Humor, weil man kann wirklich nur daraus lernen und man macht einfach viele Sachen falsch, solange man es dann irgendwie ja, verbessern kann oder dann auch sich ein bisschen selber weiterentwickelt, dann ist auch so ein Fehler nicht schlecht. Ich würde jetzt nicht sagen, ich suche die Fehler, weil, also es ist jetzt nicht so, dass wenn ihr Geld verbrennt durch Fehler, dass ihr automatisch dann besser werdet. Also der Fehler darf nicht absichtlich kommen. Das ist Bullshit. Also ich muss mir nicht als Ziel setzen, dass ich scheitere. Aber wenn sie passieren und man sich die anguckt, dann kriegt man eigentlich immer was draus. Und wenn ihr die Hauptpunkte beachtet, die wir euch gezeigt haben und euch damit ein bisschen beschäftigt, dann bin ich davon überzeugt, dass ihr den Handel auf jeden Fall, ich will keine Prozentzahl sagen, aber deutlich verbessern werdet. In diesem Sinne, ja, der VfB ist auch abgestiegen, bedanke ich mich aber für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Abend und denkt immer dran, Verluste sind keine Option. Bis bald.